Herzlich willkommen zu unserer Stellplatzbeschreibung des Wohnmobilparkplatz Hochgradblick hier in Steibis. In wunderschöner Kulisse gelegen und herrlich ruhig könnt ihr hier ein paar entspannte Tage verbringen. Ihr kommt aus Richtung Sonthofen hier die Straße durch das Dorf entlang gefahren und seht schon dann an der Einfahrt, das ist die zweite, bei dem ersten steht nämlich nur Parkplatz, das Wohnmobil unter dem Parkplatzschild. Hier kommt ihr zur Einfahrt des Stellplatzes. Ihr fahrt auf den Platz und haltet euch so wie auf dem Schild hier vorne zu sehen, rechts in den Bereich der Wohnmobile. Der linke Bereich ist nur für PKWs erlaubt. Der Platz bietet ein Areal für 40 Wohnmobile. Ihr steht hier auf einem asphaltierten Grund. Die Parzellen sind ausreichend groß, sodass ihr auch eure Markise aufmachen könnt und euch draußen hinsetzen könnt. Wie man am Wohnmobil sitzt, zeigen wir euch gleich, wenn wir wieder zu unserem Dachmobil zurückkommen. In dem Schuppen auf dem PKW-Stellplatzbereich gibt es noch einen Getränkeautomaten, solltet ihr nichts dabei haben, wo ihr entsprechende Kaltgetränke erwerben könnt. Vor dem Stellplatz gibt es auch eine Bushaltestelle, wenn ihr von hier aus Touren machen möchtet. Sonntags fährt um 9 Uhr morgens auch ein Extrabus hoch zur Bergbahnstation der Hochgradbahn, die ich euch nur empfehlen kann. Schaut mal in unser Video zur Deutschen Alpenstraße Teil 1. Wir sind oben gewesen, auch bis zum Gipfel gewandert und echt ein Tipp. Wie melde ich mich auf diesem Stellplatz an? Ihr könnt euch vorne im ersten Gebäude, das wir euch gleich zeigen, im Ort, anmelden, einfach klingeln und ihr bekommt das Anmeldeformular und lasst dort euren Obolus für den Stellplatz und bekommt eine Parkquittung, die ihr sichtbar in euer Fenster hängt. Der Stellplatzbetreiber oder ein anderes Mitglied seiner Familie fährt auch mit seinem Golf-Caddy mehrfach täglich über den Stellplatz und ihr könnt dann auch direkt bei ihm bezahlen. Ich stehe jetzt vor dem Haus des Betreibers, der Familie Bechteler. Einfach hier klingeln, wenn das Caddy nicht über den Platz fährt. Und man wird euch sehr freundlich empfangen und sagen, wie die Anmeldung, hat man mich verstanden, und euch sagen, wie die Anmeldung vonstatten geht. Wenn ihr am Caddy bezahlt, könnt ihr nur bar bezahlen. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob es ein EC-Lesegerät gibt. Vorsichtshalber, nehmt Bargeld mit. Vor dem Haus haben wir auch die Frischwasserversorgung und die Kassettenentsorgungsstelle. Für das Grauwasser müsst ihr einmal um das Gebäude drumherum fahren. Dort könnt ihr dann auch das Grauwasser in einer großen Rinne ablassen. Das zeigen wir euch noch. Alfred geht mit euch mal zur Müllentsorgung. Bitte achtet darauf, dass ihr euren Müll trennt und entsprechend in die korrekte Tonne entsorgt. Ich bin kein Müll, ich komme nicht in die Tonne. Nee, du bist doch nicht hier. Ich war aber schon mal in der Biotonne. Einfach die Einfahrt entlang fahren. Hier könnt ihr dann das Grauwasser entsorgen. Das ist natürlich im Stellplatzpreis enthalten. Und schon sind wir vorne. Auch die Entleerung eurer Chemietoilette ist natürlich im Stellplatzpreis enthalten. Es gibt auch einen Schlauch zur Spülung eurer WC-Kassette. Und der Clou: auf dem Stellplatz findet ihr hier die umgebauten Golf-Caddies, damit ihr euren Müll, Wasserkanister oder auch die Kassette unproblematisch hier runterziehen könnt. Das Ding läuft echt wie Hulli. Für das Frischwasser wird eine Gebühr enthoben. 10 Cent für 10 Liter
und so weiter und 200 Liter für 2 Euro. Einfach die Münze einwerfen und ihr könnt entweder den hier anwesenden Schlauch benutzen oder schließt euren eigenen an. Da ist nochmal der Deckel für die WC-Entsorgung. Einfach Deckelchen auf, verriegeln, dass er euch nicht auf die Füße fällt und ab mit dem Zeugs. So. Alfred freut sich schon auf den Rückweg, weil er schiebt das Ding wirklich für sein Leben gern. Wären wir jetzt im Auto hier, hätte er sich bestimmt so ein Golf-Caddy mitgenommen. Ich muss mal zu Hause gucken, ob er vielleicht ein gebrauchtes findet. Da oben ist der Gipfel vom Hochgrat, wo wir heute waren. Und jetzt hängt er in den Wolken. Da habe ich ja richtig Glück gehabt, dass ich nicht im Nebel verschollen bin. Direkt vorne zum Eingang des Stellplatzes gibt es diese schöne Telefonzelle, den Bücherhimmel, in dem ihr eure gelesenen Bücher gegen andere Bücher tauschen könnt. Der Schrank oder die Telefonzelle ist immer gut bestückt und auch wir haben uns hier schon auf vergangenen Reisen gut bedienen können. Solltet ihr kein Buch zum Tausch mit haben, steht in dieser Ecke eine kleine Geldkassette, wo ihr ein paar Münzen für die Enkelkinder des Betreibers einwerfen könnt. Mathilde und Theresa freuen sich, wenn das Buch euch direkt so fasziniert, dass ihr nicht bis zu eurem Wohnmobil laufen wollt, könnt ihr gern die daneben stehende Bank nutzen. Was ist zum Platz zu sagen? Es gibt einmal die Stellplätze vorne an der Panoramakante, aber es gibt auch hier entlang der Straße noch Plätze, die entsprechend senkrecht genutzt werden können. So kommen wir auf roundabout 40 Stellplätze. In Bayern sind aktuell noch Ferien. Wir haben aber trotzdem hier gestern noch ausreichend Plätze vorgefunden. Es waren noch 3-4 frei. Und so konnten wir ganz entspannt uns da hinstellen. Na, Chef hat's heute eilig. Na? Hier könnt ihr euch die Caddies nehmen, die sind noch nicht gesichert oder so, einfach mitnehmen zu eurem Wohnmobil und mit dem zum entsorgenden Material beladen. Hier hängt auch der Briefkasten, in dem ihr euren Meldeschein, den ihr bei Bezahlung erhaltet, einwerfen könnt. Der wird dann vom Platzbetreiber regelmäßig geleert. Euren Müll, wie gesagt, dort auch hinten entsorgt. Es gibt hier noch einige interessante Adressen, die ihr sehen könnt. Die Platzregeln, Stromanschlüsse, die zeige ich euch aber gleich. Und einige Informationen, wie sich Skiläufen und Wanderwege hier erstrecken oder ihr auch entsprechend Essen bestellen oder essen gehen könnt. Außerhalb der Ferienzeiten sind hier nur sehr wenige Restaurants offen. Um nicht ganz ehrlich zu sagen, als wir im Dezember vor Weihnachten hier waren, war nur eins offen von 4, 5, die es gibt. Da hatte im Grunde nur ein Restaurant offen. Der Dorfladen hatte zu und es war eigentlich nur die Käserei geöffnet und auch nicht zu den langen Öffnungszeiten, die wir jetzt haben. Beim Betreiber könnt ihr auch Gasflaschen tauschen, herkömmlich wie auch Alu. Das Ganze richtet sich nach dem Tagespreis, den ihr dann erfragen müsst. So. Dort könnt ihr auch eine Wanderkarte hier zum Gebiet erwerben. Jeder Platz verfügt über einen Stromanschluss, die eigentlich in guter Erreichbarkeit über das ganze Gelände verteilt sind. Auch was ich zum Preis nicht gesagt habe, bei der Belegung des Wohnmobils
kommt noch die Kurtaxe für das Kind dazu mit 1,75 Euro. Das hatte ich eben nicht erwähnt. Strom mindestens einfach auf 1 Euro, aber wie viel Kilowatt es wofür gibt? Keine Ahnung. Wissen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Der Platz verfügt über WLAN. Hinten in dem Caddy-Garage ist das Passwort ausgehangen, sowie dass der gesamte Platz auf Video überwacht ist. Wichtig ist, der Platz hat eine Schräglage und dafür gibt es diese wunderbaren selbstgemachten Keile in verschiedener Größe, die ihr auch herrlich pyramidenförmig übereinander stapeln könnt, so dass ihr auf jeden Fall in die Waagerechte kommt. Die Markierung der Stellplätze ist deutlich. Sie sind eingeteilt durch diese Linien, getrennt mit Platzmarkierung. In der Regel steht man bündig zu der Markierung. Und so hat man ausreichend Platz, um hier noch Markisen auszuziehen und sich hinzusetzen. Die meisten sitzen aber hier vorne auf dem Grünstreifen. Manche kommen mit ihrem Gesäß auch gegen den Elektrozaun, der sich hinter dem Kameramann befindet. Und überall auf diesem Grünstreifen verteilt ist von der Gemeinde Steibels, sind diese Picknicktische, Bänke aufgestellt, mal so oder eben in Zweierkombination, dass es Solo, Tisch und Bank ist, oft aber auch in dieser Kombination. Und wenn man seinen Tisch und Stühle nicht mit hat oder nicht aufstellen möchte, kann man hier trotzdem morgens seinen Kaffee oder was auch immer wunderbar genießen. Ihr habt eine grandiose Aussicht und so wie wir gestern Abend inklusive Live-Musik. Irgendwo da hinten in den Höfen fing einer an, im Nachbarhof spielte einer mit, dann spielte hier vorne der mit und du hattest hier absolute Heimatmusik. Hier unser Fazit zu diesem Stellplatz. Wir sind bereits das zweite Mal hier und würden immer wieder kommen. Eine wunderbare Ruhe, eine grandiose Aussicht, alles da, um sich einfach nur wohlzufühlen. Kommt her und überzeugt euch selbst. Ich kann ihn nur empfehlen mit Daumen hoch und 5 Sterne. Jetzt sage ich nichts mehr.